Sie kämpfen für das Weltklima und gegen die Zerstörung des Amazonas-Urwalds. Eine Spezialeinheit der brasilianischen Umweltbehörde auf der Jagd nach illegalen Holzfällern. Mit mehr Hilfe könnten wir mehr machen. Jetzt gewinnen wir nur Zeit. Der Wald wird auch durch Brandrodung gezielt zerstört. Sogar in Indianerschutzgebieten. Doch die Ureinwohner wehren sich. Wir werden zu den Holzfällern hingehen, auf sie warten und sie töten. Wir werden nicht reden, sondern schießen. Der Handel mit illegal geschlagenem Tropenholz, ein globales Milliardengeschäft. An diesem Ort wird kein Sägewerk mehr funktionieren. Und im Kampf um den Wald ist fast jedes Mittel recht. Wenn wir es schaffen, den Amazonas-Urwald zu schützen, wird das Klima auf allen Kontinenten dieser Welt besser sein. Noch ist Amazonien das größte Waldgebiet der Welt. Doch das tropische Paradies ist bedroht. 20% sind bereits unwiederbringlich zerstört. Besonders an seinem östlichen Rand. Nur noch in Schutzgebieten steht hier der Regenwald. GEF, Grupo Especializado de Fiscalização, heißt die Spezialeinheit, die diesen Raubbau stoppen soll. Schwer bewaffnet ziehen sie in den Kampf. Männer wie Maurizio Brichter. 5 Jahre hat der Biologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven über Algen geforscht. Philippe Finger war Forstwirtschaftler, bevor er zur brasilianischen Umweltbehörde IBAMA kam. Das Gesicht dieses Mannes dürfen wir nicht zeigen. Mehrfach wurde er schon von der Holzmafia mit dem Tode bedroht. Heute ist das Einsatzgebiet das Indianerschutzgebiet Karoo. Auf Satellitenbildern wurden Veränderungen im Wald registriert. Tatsächlich entdeckt das SEK eine illegale Straße, einen Bagger und ein Lager. Ein paar Kilometer weiter kann der Hubschrauber die Einheit und unser Team auf einer Lichtung absetzen. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Wir bleiben hier eine Weile, wir warten noch auf den anderen Teil der Gruppe. Wir wissen noch nicht, wie lange wir laufen müssen. Vielleicht sind das 4 Stunden. Und falls es mehr als 4 Stunden sind ungefähr, dann übernachten wir hier. Seht, hier ist ein Bagger für den Holztransport gefahren. Der Bagger hat auch die Straße ausgebessert. Ich glaube, sie versuchen hier eine neue Abholzfront zu eröffnen. Das sind frische Spuren. Noch hat niemand entdeckt, dass wir hier gelandet sind. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Sollten wir hier übernachten müssen, ist das ideal. Dann warten wir jetzt noch eine halbe Stunde. Alles klar? Wir bleiben noch eine halbe Stunde hier und warten auf den anderen. Okay. Doch die Pause dauert nur Sekunden. Ein Motorrad nähert sich. Halt, Polizei, halt! Hände an den Kopf! Runter vom Motorrad! Setzt euch hin. Kommt da noch jemand hinter euch her? Nein, wir waren nur jagen. Und ich versuche, eine Kuh einzufangen. Ich bin Viehhirte und suche einen Bullen. Zieht eure Hemden hoch. Ich bin doch nur hinter dem Bullen her. Erst warst du jagen, jetzt suchst du eine Kuh. Rüber da. Die nächste Viehweide ist von hier mehr als 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Und natürlich ist das Jagen im Indianerschutzgebiet verboten. Hände an den Kopf und bleib da sitzen. Ich habe nichts damit zu tun. Wie viele Männer sind im Camp? Ich weiß nichts von einem Camp. Wie viele Personen sind im Camp? Wenn du jetzt die Wahrheit sagst, gehen wir dahin, machen unsere Arbeit und lassen dich dann frei. Wenn du nicht kooperierst, bist du festgenommen. Dann müsst ihr mich festnehmen. Ich weiß nichts von einem Camp. Dann bist du festgenommen. Ich sage die Wahrheit. Ich bin ein Familienvater. Ich arbeite. Ich muss nicht lügen. Dann wirst du nicht freikommen. Sind das Holzfäller? Ja, aber er sagt, dass er damit nicht arbeitet. Er hat aber ein Werkzeug, das nur eine einzige Funktion hat. Das ist, die Säge zu schleifen. Ja, das bedeutet, er macht es. Okay. Geplant werden die Einsätze in der Zentrale der Umweltbehörde IBAMA in der Hauptstadt Brasilia.
Direktor Luciano Evaristo hat das SEK im vergangenen Jahr aufgestellt und die harte Gangart vorgegeben. Wir als IBAMA operieren im Grenzbereich des gesetzlich Erlaubten. Wir zerstören die Gerätschaften, die beim Abholzen des brasilianischen Amazonaswaldes eingesetzt werden. Vor allem innerhalb von Indianerschutzgebieten und Naturreservaten. Wir weichen da keinen Zentimeter. Und sie reagieren mit Schüssen. Evaristo selbst nimmt immer wieder an den Operationen teil. Es geht um den Schutz des Klimas und der Natur. Aber auch um Ureinwohner und den globalen Holzhandel. Diese Indianer sind bedroht von kriminellen Strukturen. Organisierte Verbrecherbanden versuchen, die Wälder auszurauben. Sie versuchen, das illegal geschlagene Holz durch Tricks zu legalisieren, um es dann vielleicht danach sogar in Deutschland zu verkaufen. Es kann sein, dass in Deutschland Holz aus diesen Indianerschutzgebieten verkauft wird, das durch Korruption zu Holz aus nachhaltiger Produktion umdeklariert wird. Im Indianerschutzgebiet Karoo werden die zwei Gefangenen ausgeflogen. Der Hubschrauber hat weitere Mitglieder der Spezialeinheit mitgebracht. Die noch im Dschungel vermuteten Holzfäller könnten nachts versuchen abzuhauen. Wir werden jetzt eine Barriere, ein Hindernis aufbauen, damit Fahrzeuge, die hier eventuell durch wollen, anhalten müssen. Ob sie noch leer sind oder schon mit Holz beladen. Das macht den Zugriff einfacher. Stündlich werden die Wachen an der Sperre abgelöst. Die Einheit baut ein Hängemattenlager und bereitet sich auf den Hinterhalt vor. Üblicherweise wird das illegal geschlagene Holz bei Nacht transportiert. Und tatsächlich, kurz vor 10 ist ein nahender LKW zu hören. Dann der Zugriff. Mach den Motor aus. Ausmachen. Weg von deinem Funkgerät. Komm raus. Hast du einen Funkspruch abgegeben? Es ist tatsächlich ein beladener Holzlaster. Zwei Männer werden gestellt. Sie hatten noch versucht, einen Funkspruch abzusetzen, vermutlich um Komplizen zu warnen. Stell dich dahin. Hände an den Laster. Wie viele Männer sind in eurem Camp? Nur wir zwei. Habt ihr Waffen dabei? Wie viele Waffen habt ihr? Ich weiß nicht. Wie viele seid ihr insgesamt? Nur ich und mein Helfer. Und in eurem Lager? Nur zwei. Auf dem Laster frisch geschlagenes wertvolles Tropenholz. Hände an den Kopf. Was hast du über Funk weitergegeben? Ich habe nichts gesagt. Das war er. Was hat er gesagt? Wo wir gerade sind. Dass wir hochfahren. Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit. Er hat auch gesagt, wir sind aufgeflogen. Mist. Er hat durchgesagt, dass sie aufgeflogen sind. Du hängst da richtig mit drin. Du transportierst das Holz. Ihr fällt hier drin die Bäume und du schaffst sie raus. Es sind noch zwei andere im Lager, oder? Zwei und eine Frau. Das Handy des LKW-Fahrers wird sichergestellt und liefert einiges an Beweismaterial. Hier filmen sie sich, wie sie einen Baum fällen. Das ist ein richtig großer Baum. Er hat einen Durchmesser von über einem Meter. Auf dem Handyvideo zu sehen, die übliche Abholzmethode. Mit nur einer Motorsäge wird der Urwaldriese bearbeitet. Einer der Männer auf dem Film, einer der vorher verhafteten Motorradfahrer. Geht weiter zurück. Und auch der LKW und das Motorrad müssen weiter weg. Dann fällt der hunderte Jahre alte Baum. Im Morgengrauen machen sich die Spezialeinheit und wir auf den Weg zum Lager der Holzfäller. Wir tragen alle kugelsichere Schutzwesten. In der Nacht abgehörter Funkverkehr lässt den Rückschluss zu, dass die Holzmafia den Funkspruch des LKW-Fahrers nicht verstanden hat. Mehrfach wurde er angefunkt, ohne sich zu melden. Zuerst wird wieder eine Straßensperre eingerichtet, diesmal mit den sichergestellten Stämmen.
Dann geht es los in Richtung des vermuteten Lagers der Bande. Fahren muss der festgenommene LKW-Fahrer selbst. Vermutlich wissen die Komplizen im Lager bereits, dass irgendetwas nicht stimmt und haben sich entschieden, zu kämpfen oder zu fliehen. Sie werden uns hören. Und wenn Sie uns hören, wissen Sie, dass wir den beiden hier erwischt haben. Und dann? Dann müssen wir abwarten, dass die drei Leute rauskommen. Eine halbe Stunde später scheint das Ziel erreicht. Zu sehen ist erstmal niemand. Wir haben aus dem Hubschrauber einen Bagger im Camp gesehen. Das war nicht hier. Der Bagger ist weg. Aber das Camp war hier. Wo ist der Bagger? Auf dem Boden frisch ausgekippte Eiswürfel. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Die Holzfäller müssen noch ganz in der Nähe sein. Ramos und Finger machen sich trotzdem sofort auf die Suche nach dem Bagger. Den haben die Abholzer tief im Wald versteckt. Aber nicht gut genug. Das ist der Bagger, den wir gestern vom Hubschrauber aus gesehen haben. Sie haben gemerkt, dass wir kommen und sie suchen. Deshalb haben sie den Bagger versteckt. Und sie selbst sind geflüchtet? Die sind weg. Vielleicht sind sie hier im Wald, ganz in der Nähe. Nur mit so einem Bagger können die gesägten Stämme verladen werden. Er ist das wichtigste Werkzeug der Holzfäller. Ich bin genau deshalb in den Umweltschutz gegangen, um diese unkontrollierte Zerstörung und Ausbeutung Amazoniens zu stoppen. Das ist unsere Motivation. Die Tiere zu hören, sie im Urwald zu sehen, das ist eine große Befriedigung. Im Wald werden auch noch versteckte Hängematten und Kleidungsstücke gefunden und finden sofort Verwendung. Genau wie der Diesel des mehrere 10.000 Dollar teuren Baggers. Achtung, Feuer. Es geht los. Das wichtigste Werkzeug der Holzfäller, es wird an Ort und Stelle für immer unbrauchbar gemacht. Würden wir einfach gehen, würden sie den Bagger nehmen und weitermachen. Da wir ihn nicht mitnehmen können, zerstören wir ihn. Das Gesetz lässt dies zu. An der selbstgebauten Straßensperre kommt wenig später auch das Motorrad unter die Räder. Und mit dem Diesel aus dem LKW-Tank wird auch die Zerstörung des relativ neuen und mehr als 50.000 Euro teuren Holzladers vorbereitet. Der Laster soll auch etwaigen anderen Fahrzeugen der Holzfäller-Mafia den Weg versperren. Dieser Auftrag ist erledigt. Wir haben die illegale Aktivität festgestellt, die Werkzeuge zerstört, das Umweltverbrechen gestoppt und Beteiligte festgenommen. Der Tank des Motorrads wird auch noch zerstört. Danach werden das SEK und wir ausgeflogen. Vom Hubschrauber aus kontrolliert die Einheit, ob sich das Feuer nicht ausgebreitet hat. Was bleibt, ist eine qualmende Straßensperre. Vor 10 Jahren wurden in Amazonien jede Minute des Jahres 4 Fußballfelder Wald abgeholzt. Heute ist es noch 1 Spielfeld pro Minute. Insgesamt 5.000 Quadratkilometer pro Jahr. Einer der Gründe für die Verringerung, der Einsatz moderner Satellitentechnik. Wir können die Geschwindigkeit der Abholzung feststellen. Das ist ein Indiz, dass da jemand in einer Region groß investiert. Eine solche Abholzung kann dann sehr schnell gehen und großen Schaden anrichten, wenn wir nicht sehr schnell einschreiten. Auch 1 Fußballfeld pro Minute ist noch viel zu viel. Tatsächlich fehlen der Umweltbehörde Personal und Geld. Und die Holzmafia rüstet auf.
Hier auf diesen Bildern kann man es gut nachvollziehen. Die abgeholzten Flächen werden in rosa dargestellt und können so gut verglichen werden. Das sind Bilder vom Juli 2015. Wir können hier ganz genau neue abgeholzte Flächen sehen. Am nächsten Tag, wenn der Satellit wieder über das Gebiet fliegt, ist es hier abgeholzt. Und so wächst die abgeholzte Fläche. Bei jedem Überflug. Die Zerstörung schreitet fort. Hier neue Gebiete. Heute kennen schon viele unser Satellitenerkennungssystem und holzen immer nur kleine Gebiete ab. Das macht es schwerer, die Stellen mit dem Satelliten zu finden. Unsere Lösung sind Satelliten, die noch schärfer sehen können, um auch schon kleine Abholzfronten zu erkennen. 12% des Süßwassers der Erde sind im Amazonas-Urwald gebunden. Die Bedeutung für das globale Klima riesig. An diesem Morgen macht sich das IBAMA zu einem illegalen Sägewerk auf. Dieses Sägewerk hatte noch nie eine Genehmigung. Auch eine legale Herkunft des Holzes wurde nie nachgewiesen. Es gibt dort übrigens auch gar keine Wälder mehr. Die Stämme können nur aus dem Indianerschutzgebiet kommen und dürfen natürlich nicht gesägt werden. Am Tag vorher hatte ein IBAMA-Hubschrauber das illegale Sägewerk aus der Luft entdeckt und gemeldet. Es liegt nur etwa 2 Kilometer außerhalb des Indianerschutzgebiets. Nach 4 Stunden Fahrt ist der Konvoi am Ziel. 10 Beamte sichern die Umgebung. Das Sondereinsatzkommando durchsucht das Gelände. Wie ist die Lage? Wir sind angekommen. Wir haben keinen Arbeiter angetroffen. Hier liegen jedoch viele unterschiedliche Stämme von heimischen Hölzern herum. Diese wurden ohne Genehmigung der zuständigen Behörden verarbeitet. Das ist ein Umweltverbrechen. 3 Jahre zuvor hatte das IBAMA hier schon einmal Maschinen beschlagnahmt. Doch offensichtlich wurde das Sägewerk wieder aufgebaut. Die haben hier bis gestern gearbeitet, bis unser Hubschrauber das Sägewerk überflogen hat. Sie haben sofort aufgehört und begonnen, die Maschinen abzubauen. Eigentlich muss jeder holzverarbeitende Betrieb in Brasilien die legale Herkunft der Stämme nachweisen. Wenn dieses Holz für das Ausland bestimmt war, kann man daran $2000 pro Kubikmeter verdienen, je nachdem, wie es bearbeitet wird. Die Gewinnspanne ist riesig. Deshalb wird hier auch so viel investiert. Eine halbe Stunde nach Beginn der Razzia taucht plötzlich ein Mann auf. Er will sich erkundigen, was gerade geschieht, und wird im Gegenzug sofort ins Kreuzverhör genommen. Wem gehört denn dieses Grundstück? Das gehört meinem Vater. Und der erlaubt das Sägen der Stämme? Der weiß von nichts. Wie kann das sein? Hier steht schon lange alles still. Wir wissen von nichts. Ich bin erst gestern gekommen. Du hast uns nicht gesagt, dass dein Bruder mit drin hängt, was wir jetzt wissen. Der Mann gibt an, LKW-Fahrer zu sein, er sei eben erst angekommen. Tatsächlich hat er einen Laster mitgebracht. Ich möchte gerne Ihre Ausweispapiere sehen und auch den Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Wie fahren Sie LKW ohne Führerschein? Was für Dokumente haben Sie denn? Ich habe nur einen Personalausweis. So, dann muss ich Ihnen was erklären. Wie ist nochmal Ihr Name? Fernando. Herr Fernando, da Sie keine Dokumente haben, werden wir Sie auf das Revier bringen, um Sie dort ordentlich zu identifizieren. Der Verdacht der Umweltkontrolleure? Mit dem LKW sollten die wertvollen Maschinen des Sägewerkes weggeschafft werden. Dann darf Herr Fernando zusehen, wie der Familienbetrieb in Flammen aufgeht. Unschädlich machen statt beschlagnahmen. Das ist die neue Gangart des IBAMA beim Klimaschutz. Die wissen jetzt, wenn sie die ganze Investition noch einmal machen, werden wir wiederkommen und alles nochmal niederbrennen. Er wird es also hier nicht mehr versuchen und auch sonst keiner. Es sind wohl noch hunderte illegale Sägewerke wie dieses in Brasilien in Betrieb. Als Teil der zerstörerischen Infrastruktur der Holzmafia. Und die kriminellen Abholzer schlagen regelmäßig zurück. Ende Oktober legen sie im Indianerreservat Arariboia mehrere Feuer. Wohl aus Rache, nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen Ureinwohnern und Holzfällern gekommen war. Bis zu 30 Kilometer lang ist die Feuerwalze. Das IBAMA schickt 4 Hubschrauber, 2 Flugzeuge und mehrere 100 Mann. Der Fußballplatz einer Indianersiedlung mitten im Schutzgebiet ist die Einsatzzentrale im Kampf gegen die Flammen. Von hier aus werden die Feuerwehrleute an die Brandstellen geflogen.
Im Dorf lebt der Stamm der Guajajara. Indigene Völker wie sie müssen nach der brasilianischen Verfassung geschützt werden. Sie sind die einzigen, die den Wald nutzen und in ihm jagen dürfen. Diese schlimme Lage mit dem Feuer hat uns sehr traurig gemacht. Wir haben viel Wald und viele Tiere verloren. Um uns für die Hilfe von außen zu bedanken, wollen wir etwas vorführen. ...1901 hatten die Guajajara ihren letzten großen Krieg gegen den weißen Mann geführt und verloren. Heute hilft ihnen die Regierung, ihre Schutzgebiete zu verteidigen. Viele der alten Traditionen haben überlebt. Der Wald hier gehört doch nicht nur uns. Unser ganzes Land leidet unter so einem Waldbrand. Die gesamte Natur. Und die Klimaerwärmung wird schlimmer. Die ganze Welt leidet. Und deshalb brauchen wir Unterstützung. Tatsächlich, durch ihren riesigen Wasserhaushalt beeinflussen Amazoniens Wälder direkt das Weltklima. Die feuchte, natürliche Vegetation und ihr Wolkendach schützen vor der weiteren Aufheizung unseres Planeten. Deshalb setzt Brasiliens Umweltbehörde fast alle ihre Mittel ein, um die weitere Urwaldvernichtung zu stoppen. Allerdings, das Geld ist knapp. Und Umweltschutz am Rande der Zivilisation ist teuer und für den brasilianischen Staat oft nicht bezahlbar. Zumindest ohne Unterstützung aus dem Ausland. Die Guajajara haben beschlossen, sich jetzt selbst zu wehren. Sie haben eine Truppe aus sogenannten Wächtern des Waldes aufgestellt. Anführer und Vordenker der neuen Strategie, Häuptling José Edilvaldo Guajajara. Einige Brüder von uns sollen jetzt helfen, uns vor den Holzfällern zu beschützen. Sie werden sich mit Gewehren in den Hinterhalt legen. Sie werden warten und dann die Eindringlinge töten. Diese Beschützer von unserem Volk, den Guajajara. Sie werden zu den Holzfällern hingehen, auf sie warten und sie töten. Wir werden nicht reden, sondern schießen. Es droht eine Eskalation im Dschungel. Das SEK der Umweltbehörde ist derweil auf ein weiteres illegales Sägewerk gestoßen. Auch hier ist kein Besitzer oder Arbeiter zu sehen. Hier sind Preislisten aus dem September. Eine Lohnliste. 16 Personen haben hier gearbeitet. Hier die Produktionsmenge. Wie viel am Tag gesägt wurde. Im Schnitt 20 Kubikmeter. Nebenan werden dann auch noch illegale Holzkohleöfen entdeckt. Mit einem kurzerhand beschlagnahmten Bagger geht einer der SEK-Beamten an die Arbeit. Es ist das erste Mal, dass ich mit so einem Bagger gefahren bin. Das hat mir gerade einer beigebracht. Damit konnte ich all die Holzkohleöfen zerstören. Vom Sägewerk lässt sich weder ein Eigentümer noch eine offizielle Genehmigung feststellen. Oft sieht man nur die Umweltzerstörung und nicht, wie wir versuchen, die Umwelt zu bewahren. Wir hoffen, dass diese unsere Arbeit anerkannt wird und dass die ganze Welt sieht, wie wichtig das ist. Dass wir versuchen, die Zerstörung Amazoniens aufzuhalten, ist nicht nur wichtig für Brasilien, sondern für unseren ganzen Planeten. Zerstören statt beschlagnahmen. Die neue Strategie der brasilianischen Umweltbehörde hat die Geschwindigkeit der Abholzung gedrosselt. Doch sie ist immer noch viel zu hoch. Europa, die USA und China sind die Hauptverursacher der globalen Erwärmung. Eigentlich müssten diese für ihre Bekämpfung zahlen. Die Arbeit an der Front machen die Männer des IBAMA gerne.